Herzlich willkommen hier zu Drei Ecken, ein Elfer Quiz. Heute mit meinem nächsten Teilnehmer. Das ist jetzt schon die Folge 2. Sehr geil, wie der Zulauf bisher war. Ich danke euch sehr, Jungs und Mädels, für die Anfragen. Ich werde, wie gesagt, eine Liste machen müssen, um das Ganze abzufrühstücken. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt, wie gesagt, Folge 2 und mein zweiter Teilnehmer ist hier der Benni, mein Lieber. Gute. Grüß dich. Servus. Ja, danke, deine Nachfrage. Sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Überragend. Sehr gut, freut mich. Also erstmal, das Format ist sensationell, was du da schon seit Jahren machst. Muss ich mal ein Kompliment aussprechen und schön, dass es geklappt hat. Dankeschön, danke, danke. Ich versuche ja immer irgendwie ein bisschen da das auch noch auszuschmücken und wenn es den Jungs und Mädels auch gefällt, finde ich es umso besser. Danke dir. Super, gerne, gerne. Heute stehst du hier im Mittelpunkt und heute gilt es natürlich auch die Frage an dich, wie gut kennst du deine Liga? Aber natürlich wollen wir erstmal wissen, wer bist du, was machst du und vor allem in welcher Liga spielst du? Ich bin aktuell Trainer bei der SG Nassau Diedenbergen, also für die, in der Kreisoberliga Main-Taunus. Und bin jetzt knapp 34 Jahre alt und habe, wie gesagt, vor 3 Jahren aufgehört. Und bin jetzt seit diesem Jahr oder seit dieser Saison zum Trainer in Diedenbergen. Und freut mich, dass die Tätigkeit einfach ausüben kann. Ja, und das ist jetzt dein erstes Jahr Diedenbergen und ihr seid direkt auf Platz 2. Ja, ja gut, klar, aber ich sag mal so, das hat sich die Mannschaft eher verdient, weil sie spielt eigentlich ganz guten Fußball und setzt es halt auch um, so die Ideen, die wir da haben. Und nach dem Umbruch jetzt im Sommer läuft es eigentlich ganz, ganz gut, muss ich sagen. Also verhältnismäßig sehr, sehr gut, um ehrlich zu sein. Ah ja, sehr geil. Jetzt bin ich nur noch mal gespannt, ob du so gut, wie du mit deiner Mannschaft umgehst, auch dich in der Liga auskennst. Ich gebe mein Bestes, ich versuche mich nicht zu blamieren. Kriegen wir schon hin. Also, oh, ich hoffe, bei mir ist. Okay. Also, bist du bereit für die erste Frage? Ja, gerne, schieß los. Alright. Regeln habe ich dir erklärt. Wie gesagt, ich, die Informationen, die ich habe, sind aus meiner Quelle. Das ist eben Hupa und deswegen fokussiere ich mich auf alles, was quasi dort angegeben wird. Ach, guck mal hier, was ist denn da jetzt los? Ja, ich werde hier immer angerufen von dir, ey. Ehrlich jetzt? Ja. Ey, ich bin gerade live, mitten in der Aufzeichnung, mein Lieber. Ach, scheiße. Alles gut, Nils, grüß dich. Sorry. Gut. Dann geh ich wieder. Ah ja, du, wo treibst dich rum? Ja, ich gehe gerade heim. Also, ich war unterwegs. Warst du feiern oder was? So ungefähr, ja. Okay. Hey, also eine bessere Live-Sendung geht ja gar nicht, würde ich sagen, oder? Also, meine, hat mich gefreut, macht's gut. Mach's gut, Nils. Ey, sensationell. Das ist passend kannst zum Fußball, oder? Ich wollte gerade sagen, aber da kannst du auch mal so einen Joker da reinsetzen. Ja, das wäre sensationell. Überstimmt. Meine erste Frage für dich. Ja. Wie viele Mannschaften spielen in deiner Liga? Das sind 17. Also mit uns 17. 17 in der Liga. Ja, ne? Oder? Ja, ja. Ja, ja. Das, okay. Ja. Ich weiß, ne? Es macht einen immer unsicher, ne? Ja, ja, ja. Aber nee, es sind 17. Also wir sind in der 17 der Liga. Ja. Ja, stimmt schon. Das ist richtig. Sehr gut. Dann sind wir auch schon bei Frage 2. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich auch nicht nur mit den Vereinen und so, sondern auch mit den Spielern auskennst und wie gut du dich vorbereitest auf deine Gegner. Oh je. Okay. Wer führt aktuell die Torjägerliste deiner Liga an? Also unser Top-Torjäger ist es nicht, das weiß ich. Das ist eine gute Frage. Also es ist, glaube ich, ein Zwei- oder Dreikampf sogar. Ich glaube, also im Hinspiel hat er uns, glaube ich, 2 eingeschwenkt, war überragend gewesen. Es war von Hofheim der Emre Kadimli, muss ich sagen. Also der dürfte, glaube ich, sehr weit vorne sein. Boah, wer dürfte noch weit vorne sein? Der Erik Radke dürfte weit vorne sein von Kriftel. Also ich brauche nur einen, ne? Ach so, ja gut. Der aktuell die Torjägerliste anführt. Ja, dann
dann würde ich mich. Wobei der Erdal von Türk, der schießt auch immer viel. Schwer. Hättest du jetzt gesagt, letztes Jahr hätte ich gesagt, Darko Milicic. Das hätte sogar ich dir sagen können. Ja gut, dann ich setze mal auf den Emre Kadimli. Letzte Antwort? Und wenn du jetzt so fragst, dann ist es bestimmt nicht richtig. Ich frage nur, weil du jetzt so viele Namen genannt hast, ich möchte dich nicht verunsichern. Nee, ich bleibe beim Emre. Emre ist ein guter Torjäger, der schießt viele Toren. Ich glaube, der steht oben, ja. Hast du auch recht. Ja, sehr gut. Sehr gut, mein Lieber. 25 Buden hat er aktuell schon gemacht. Ah, okay, siehst du? Ja, ich glaube, Darko hat, glaube ich, 21, 20, irgendwie so. Genau. Irgendwie sowas. Also, der hängt knapp hinten dran. Aber es sind eng. Die sind eng beisammen, glaube ich, alle. So ein bisschen. Ja. Ja. Sehr gut. Wenn wir jetzt gerade bei Torjägern sind und du bist ja jetzt bei der Frage Nummer 3, dann bleiben wir doch gerade mal bei den Torjägern. Okay. Deine Frage: Welche Mannschaft hat außer euch gleich 2 Torjäger unter den Top 10 der Torschützenliste? Auch nur die Mannschaft. Boah, in der Top 10. Außer uns. Wer ist denn das bei uns? Also Timo, klar. Darko, klar. Boah. Das ist echt eine schwere Frage. Frage 3. Das ist die Sicherheitshürde, mein Lieber. Dann ist das Sixpack safe. Oh, ob ich meinen Joker jetzt ziehen muss hier, der weiß. Ja, gut, komm, wir ziehen mal einen Taco als Joker. Sicher? Ich versuche. Also, ich habe eine Idee, aber es ist schwer, schwer. Also, wenn wir jetzt nicht sind, dann muss ja noch eine Mannschaft dabei sein. Ich habe eine Idee, aber ich mag Taco. Taco muss wissen. Taco. Alles Taco klar. Dann rufen wir doch mal den Taco an. Ja, klar. Gute. Servus. Gute Taco, mein Lieber. Das hat aber lang gedauert, bis schon bei der 500.000-Euro-Phase, Benni. Schön wär's. Ja, wir hatten es gerade eben, seine zweite Frage hat sich schon um den Torjäger gedreht. Hättest du es gewusst, wer ist ein aktueller Torschützenkönig in der Liga? Oder wer führt die Torjägerliste an? Der Emil oder von Hofheim, vom SV Hofheim. Genau, ja. Ich hatte noch einen Erdal gehabt, aber ich war mir nicht sicher. Und der Radke auch. Nee, der ist, glaube ich. Warte, halt, ja. Bevor ihr jetzt weiterschwätzt. Dritte Frage, da jetzt geht es um den Sixpack. Welche Mannschaft hat außer Diedenbergen auch 2 Torjäger unter den Top 10 aktuell? Du hast Frage verstanden? Ja. Zeit läuft ab jetzt. Ich sag, wie gesagt, Türk Hattersheim. Bist du sicher? Ich hatte vielleicht auch Nied auf dem Zettel, weil die auch viele Tore geschossen haben, oder Hornau. Mit Schwarz und Müller. Schwarz und Müller. Ja lassen wir mir nicht sicher. Ja, mach uns denn nervös, Alter. Zeit ist geil. Bitte halten. Ja. Also ich sag nicht. Ich sag auch nicht, Benni. Okay, ja. Alles klar. Ja. Okay. Ich hoffe, dass der Sascha viel getroffen hat. Was meinst du? Weißt du denn, wie viele Tore der hat aktuell? Oder einer von den beiden? Also ich würde mal sagen, 15 bestimmt. Mhm. Und also 15 würde ich, glaube ich. Also 20 hat er nicht, der Eugen. Also ich glaube so um die 15, 12 vielleicht. Und der Sascha hoffe ich auch um die 10 bis 12. Dann dürfte es ungefähr hinkommen. Aber ich, wie gesagt, es müssen ja 2 sein. Also wenn ihr jetzt gesagt hättet, bei uns, dann hätte ich gesagt, ja, weil ich es weiß. Aber ich hoffe auf die Alemannia. Letzte Antwort? Ja, Alemannia nicht. Leider falsch, mein Lieber. Es ist der SV 07 Griftel. Und du hast einen davon schon genannt. Jan-Erik Radke und der zweite ist bestimmt der, wie heißt er? Tolga, glaube ich. Vierer Tolga. Ah, okay, aber dann ist es Griftel, schade. Kapan Tunjay mit 14. Stimmt, ja, stimmt. Der Tunjay mit 14 und der Radke mit 23. Ah, okay, sehr gut. Ja, gut. Ja. Schade.
hätte ich meinen Niederkollegen vielleicht ein bisschen mehr zugetraut. Nein, Spaß beiseite, alles gut. Passt schon, ich glaube, der Sascha weiß, wie ich es meine. Ist alles gut. Denke ich doch auch. Schade. Mein Lieber, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. War sehr spannend. Ich hoffe nicht, dass ich mich so ganz blamiert habe, aber alles gut. Nein. Wie gesagt, also man hat ja auch nicht alles immer auf dem Schirm, aber von daher, das macht es dann ja auch aus. Sehr gut, vielen Dank. Mein Lieber, ich danke dir, dass du mitgemacht hast, sehr geil. Zwei Flaschen Pilz und einmal, also eine Flasche Pilz und einmal Naturtrüb von Bierstatter Gold gehen natürlich auch an dich. Super, vielen Dank, die gebe ich dann weiter an die Truppe und leg noch eine Kiste oben drauf, dann sind sie da. Ja, cool. Sehr gut. Das wird die Jungs doch auch freuen. Na klar, ich hoffe doch. Mein Lieber, dann bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich demnächst mal wieder irgendwo auf irgendeinem der Sportplätze, vielleicht sogar dann auch bei eurem. Ja, gerne. Bist herzlich willkommen, Albert. Wir würden uns freuen. Dankeschön. Bis dann. Alles klar. Bis dann, Albert. Ciao. Das war's mit der zweiten Folge von Dreiecken an Elber Quiz und Wahnsinn. Wieder mal ein Highlight gewesen. Überragend, mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, Jungs, und schade, dass der Benni und der Taco nicht geschafft haben, die dritte Frage zu beantworten, aber trotzdem, wie gesagt, es war mir ein Fest. Ich freue mich schon auf den nächsten Kandidaten und bis dahin, schreibt mir und dann stelle ich euch auch demnächst die Frage, wie gut kennst du deine Liga? Bis dann, tschüssikowski.